Also technologisch gesehen gibt es natürlich einen kontinuierlichen technologischen Prozess. Die Aufzeichnungstechnologie wird von Jahr zu Jahr besser, die Encoding-Technologie wird von Jahr zu Jahr besser. Wird auch daran gedacht, ob wir auch 5.1 live im Internet streamen können und nicht nur ein Stereosignal. Also da gibt es einen kontinuierlichen Prozess, den wir sicherlich verfolgen und es immer besser wird. Wir haben momentan schon einen sehr hohen Standard mit einem High-Definition-Bild, was wir in einer Bandbreite von 2,5 Mbit zusammen mit einem sehr hochwertigen AAC-Ton übers Internet senden. Das wird sich allerdings über die Jahre mit dem technologischen Fortschritt noch verbessern. Weiterhin denke ich, dass die technologische Reise dahin gehen wird, dass eben die Endkundengeräte immer interdisziplinärer werden, also dass die Stereoanlage mit dem Fernseher und der Fernseher mit dem Computer und dann auch der Fernseher mit dem Mobile Device oder Smartphone immer weiter verwächst, sodass eigentlich am Ende es egal sein wird, über welches Gerät man den Inhalt abruft, aber der Absender wird in jedem Fall immer die Berliner Philharmoniker direkt sein mit unserem eigenen Konzertarchiv.